Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema USB-Sticks als Bootmedium vorbereiten. Für die John Doe Live, DVD und Tales wird alle 3 bis 6 Wochen eine aktualisierte Version zum Download freigegeben. Deshalb verwende ich USB-Sticks als Bootmedium statt DVDs. Regelmäßige Aktualisierung ist für sicherheitsrelevante Software ein Muss. Unter Windows. Mit dem Easy Universal USB Installer von pendrive-linux.com kann man einfach einen bootfähigen USB-Stick aus einem Linux-ISO-Image erstellen. Mit dem Yumi Multiboot USB Creator von pendrive-linux.com kann man mehrere Live-Systeme auf einen USB-Stick packen. Nach dem Download ist die EXE-Datei zu starten. Keine Installation nötig. Man wählt die Option Try Unlisted Linux ISO Image, das heruntergeladene ISO Image und außerdem den USB-Stick, der verwendet werden soll. Unter Linux. Man kann auf der Kommandozeile das Tool DD verwenden, um das ISO Image auf den USB-Stick zu schieben. Nach dem Anschließen des USB-Sticks benötigt man die Device-Kennung, die man Quick and Dirty mit LSBLK ermitteln kann. Oder man startet das Programm GNOME-Disks, hier in dem Fall unter Menü, Zubehör und Laufwerke, klickt den USB-Stick an und hier sieht man dann auch die Kennung, Schrägstrich dev, Schrägstrich sdb in dem Fall. Dann schiebt man mit DD das ISO-Image von Tails oder die John Doe Live DVD auf den USB-Stick. Dabei werden alle Daten und Partitionen auf dem Stick gelöscht. Mit dem Befehl DD if ist gleich, dann kommt das ISO-Image, off ist gleich und dann kommt der USB-Stick Schrägstrich dev Schrägstrich sdb. Oder man benutzt ein anderes Programm. Bei Linux Mint wäre das zum Beispiel folgendes Programm unter Menü, Zubehör und USB-Abbildersteller. Dann wählt man das ISO-Image aus. Öffnen, dann den USB-Stick und dann klickt man anschließend auf Schreiben.